Wie wird man Mitglied in einem Gremium? Alle Leute, die in einem leitenden Gremium mitarbeiten, sind in der Regel gewählt worden. Es gibt ganz wenige Ausnahmen. Der Bischof kann Pfarrpersonen als Distriktsvorsteher berufen oder Laienpersonen in die Kommission für ordinierte Dienste. Alle anderen Aufgaben und Funktionen werden durch eine Wahl besetzt. In der Regel gibt es ein Gremium, das die Wahlen vorbereitet, Vorschlagsausschuss auf Bezirksebene oder Kommission für Wahlvorschläge an der jährlichen Konferenz. Diese Gremien reden mit den Leuten, nehmen Kontakt auf und die Leute nominieren. Es ist nicht der Bezirksvorstand und es ist nicht der Vorstand von EMK Schweiz. Bei der Zusammensetzung legt man Wert auf Parität. Vor allem bei der jährlichen Konferenz ist Parität in der Kirchenordnung vorgegeben. Das heisst, es braucht gleich viele Laienmitglieder, Laiendelegierte von den Bezirken wie Pfarrpersonen. In den anderen Gremien tut man darauf achten, auf das Altersspektrum, aber auch auf den Mann-Frauen-Anteil. Ziel ist es, dass ein Gremium eine gute Durchmischung hat, eine repräsentative Zusammensetzung hat, um die Aufgaben zu erfüllen, die gegeben sind.